Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das letzte Mal sind wir einen langen, beschwerlichen Weg hierher gekommen, nur um, wie es aussieht, den letzten Krug des Initiaten zu füllen. Hier ist nichts drinnen, hier auch nichts, Gott sei Dank. Keine Falma mehr. Ah, wunderbar. Gut. Was ist das da hinten? Egal. Prälat Ethelbor. Ihr habt den Weg Schrein des Glanzes gefunden, Initiat. Seid ihr bereit, die Mantrin von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Möge Auriels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Ja, der steile Weg, ich glaube, der ist schon Vergangenheit bei uns. Oder wäre der noch steiler? Ja. Ein Ding fehlt noch natürlich. Das ist hier natürlich. Jetzt, okay. Ja, Schwarzwaldpassage. Schrein des Entschlusses, das war, glaube ich, der letzte, den wir... Nee, das war der letzte. Das war dann, glaube ich, der erste im Tal. Das war der dazwischen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So. Krug des Initiaten. 5 von 5. Verschaffe dir Zugang zum Allerheiligsten. Das ist in die Richtung. Okay. Schauen wir uns mal auf der Karte an. Oh, das ist einfach diese Brücke, oder? Hier. Es wäre sehr schön. Das muss der Ort sein. Ich habe noch nie ein Gebäude wie dieses gesehen. Es sieht wie eine Art Tempel aus. Beim Blut der... Alter, das schaut aber megamäßig cool aus. Auch wenn es schon leicht zerfallen ist vielleicht, ja, glaube ich. Es war sicher mal höher und gerade abgeschnitten, aber... Ja, da unten waren wir überall. Ja? Okay. Ist das die Statue von Auriel? Dies ist eine Statue von Auriel, aber mit einem der älteren Zeichen seiner Macht. Dieser Tempel muss uralt sein. Der Bogen muss hier drin sein. Lustig, ich frage es und sie gibt direkt Antwort. Okay, das ist nix. Das werden nur Fenster sein. Ja. Ja, dann auf nach oben. Und verschaffen wir uns den Zutritt, der uns gebührt. Ich meine, wir haben die Krücke der Initiaten befüllt. Oh. Finde Erzkurator Virtur. Das erinnert alles ein bisschen an Dwemer-Technologie. Gut, Schneeelfen und Dwemer, wobei die Dwemer kamen ja deutlich später, also vielleicht haben sich die sogar noch was von den Schneeelfen abgeguckt. Ah, könnte sein, aber wir betreten jetzt direkt das Allerheiligste. Ne? Eingefrorene Falmer? Frostresistenz. Okay. Oh, ist hier noch ein Wegschrein? Diese Falmer sind
Sie sind im Eis eingefroren. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Und ich hielt schon die Seelengruft für gruselig. Wahrscheinlich schon seit die Dwemer hier alles überrannt haben. Oh, ein Altar aktivieren. Schauen wir mal, ob es auf der anderen Seite noch einen gibt. Nein. Wie es aussieht, nicht. Das heißt, gehen wir einfach... Nee, wir gehen nicht einfach weiter. Wir aktivieren den Altar. Außerdem gibt es hier scheinbar noch irgendwas Interessantes. Geringe Magika, Gesundheit, Smaragd, Granatschreie. Ja, eher nicht. 11 Pfeile brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Schneesturm. Auch nicht so ganz meins. Zusätzliche Magika ist schön. Ich meine, da sind wir herkommen. Genau, weil der uns begrüßt. Das heißt hier, was hat der? Elfenschwäne. Die haben das wahrscheinlich verteidigt. Und ein paar wollten vielleicht durch einen Wegschrein entkommen, aber hat nicht funktioniert. Moment, ist das der richtige Weg oder? Ist das nur ein Geheimraum? Das könnte durchaus der richtige Weg sein, ich meine. Vielleicht gibt es ja zwei richtige Wege. Huh? Was bist du, ein Eisriese? Schaust so ein bisschen danach aus. Woher seid ihr gekommen? Moment, ich brauche irgendwie was hilft gerade. Wie wäre es mit Schriftrolle? Gut, Schneesturm wird nicht helfen. Fuck, ich hätte draußen das mit dem Feuerding holen müssen. Verdammt, gut. Trank, entweder ein Trank, nee, Armbrust. Distanz. Und? Schieß doch! Millisekunden! Er hat gerade nach uns ausgeholt. Oh mein Gott. Okay. Gut, 200 Gold, Riese C. Ja, nehmen wir. Ein Rubinglanzstück. Oh, was auch immer das ist. Talrefell, nee. Stahlbolzen ist gut, kriegen wir zurück. Sonst. Boah. Rubinglanzstück. Sag nicht, es gibt ein Rubin, ein Smaragd und ein Dinglanzstück und das müssen wir machen. Ah, okay, hierfür benötigen wir dann wieder den Gegenstand. Gut, das heißt, wir müssen uns den holen. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob das hier der richtige Weg ist. Oh, flüchtige Unsichtbarkeit. Also eventuell hätten wir auch hier auch vorbeischleichen können in den Raum. Hier knacken, dann hinter dem Riesen vorbeischleichen und weiter. Also auch für Diebe scheinbar clever gelöst. Und eventuell ist das sogar der richtige Weg. Ich nehme hier mal den Krug mit. Eventuell hätten wir von der anderen Seite auch hingekonnt. Oder eventuell sperren wir uns hier gerade aus und gehen einen ganz falschen Weg. Ist auch möglich, aber ja, ich denke es mal nicht. Gut.
Warum habe ich die Elfenpfeile mitgenommen? Sekunde, die hau ich mal. Leg ich, nein, die lege ich mal kurz ab. Das ist bei. So, ne, ist es nicht bei Waffen sogar, die Pfeile? Ja. Elfenpfeile ablegen. Truhe da. Oh, Amethyst. Ja. Ja, schau mal. Wundertrunk der Stärke. Ja, davon haben wir schon ein paar Tränke. So. Gut, die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder... Oh, hehe. Ganz einfach. Moment, Serana, komm durch. Bitte. Hallo. Also. Ich glaube, ich habe das jetzt kaputt... Nee. So, Serana, komm durch. Go. Sehr gut. Und jetzt, geht's hier durch, oder? Oh. Senna hat Halle. Kräftige Heilung. Super, also hier kriegt man doch schon einige gute Tränke. Das könnte allerdings auch bedeuten, dass Virtue, dem wir uns stellen müssen, ein ziemlich hartnäckiger Typ ist. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das bedeuten wird. Feueratronachbeschwörung. Das könnte tatsächlich sehr nützlich sein. Woher seid ihr gekommen? Hä? Eingefrorene Falme, leck mich am Arsch. What the fuck? Das könnte eine Lehre sein. Und die kann so ein Skelett aufbeschwören? Geil. Moment, heißt das... Moment, kann ich die vielleicht sogar wirklich angreifen? Nein. Vielleicht war das nur der eine, der uns ein bisschen Angst machen soll. Weil ich habe hier schon ein paar Leuten etwas aus den Händen genommen. Und die sind dann aber nicht aufgestanden. Okay, hä? Oh, ich hasse diesen Gifteffekt. Ja, ich hasse diesen Gifteffekt. Gut, dann, ja, ich denke, das war's erstmal. Ja, gut, ich habe jetzt nicht alles genommen, aber es war meiner Ansicht nach auch nicht alles so wirklich gut brauchbar. Oh, aber diese Rolle des Feuer wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wer hatte die nochmal? Nein, nicht Rolle des Schneesturms. Irgendjemand hatte eine Rolle der Feuer. Irgendwas. Oder lag die? Ja, hier lag die einfach. Das heißt, wir haben auch niemanden dafür jetzt aufwecken müssen. Das ist aber echt cool, das Prinzip. Wenn du, aber da hätten die Leute ein bisschen was Besseres haben sollen, weil so für irgendeinen kleinen Trank oder so kämpfe ich jetzt nicht gegen den. Halskette der geringen Gesundheit. Schau mal. So. So einfach geht's. Okay, das ist scheiße. Das kann ich aber verkaufen. Also von daher. Für 200 Gulden oder Gold. Elfenkrieg sagst, nee. Irgendwie nicht, aber... Hier die Skelette, durchsuche ich nochmal nach ihrem ganzen Gold, nach ihrem ganzen Hab und Gut. Im Tod können sie es eh nicht mehr brauchen. Im Seelengrab, das wissen wir ja. Ist hier... Hier geht... Ich dachte gerade. Wo geht's da lang? Okay. Moment, was ist das? Wasseratmung. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht. Das ist für einen Stealth-Spieler gut und vielleicht auch fast unverzichtbar, aber jetzt für mich... Okay, hier ist nur eine Truhe und ein...
Oh, sogar höchste Ausdauer. Höchstkräftige Heilung. Rubin. Naja, es geht. Und ja, ich speichere absichtlich viel. Ich speichere in den DLCs allgemein sehr viel. Auch wenn ich es im Hauptspiel auch manchmal brauchen würde, weil da gibt es durchaus schon noch immer Stellen, wo ich mir denke, boah, wie schaffe ich das jetzt? Okay, Auriels Kapelle. Wir kommen immer näher, wie es aussieht. Durch das Allerheiligste jetzt in Auriels Kapelle, ich meine, dort müsste das eigentlich sein, Auriels Bogen in Auriels Kapelle. Oder es gibt da noch Auriels Waffenkammer oder sowas in die Richtung. Wovon ich jetzt gerade spontan irgendwie nicht ausgehe, aber werden wir sehen. Ach nee, es ist in diesem Gebiet. Und es ist gar nicht mal weit weg. Okay, wenn ich hier runtergehe, gibt es kein Zurück mehr. Da lang ist es, aber da ist es nicht. Also beziehungsweise da war nix. Mir ist schon klar, dass es hier geradeaus ist. Hey, ist das... Moment, ist das... Stelle Erzcharakter Virtua zur Rede. Was heißt zur Rede? Hä? Haben die wieder was? Hier sind ganz schön viele von denen. Was heißt, ich soll... Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment, redet er von mir? Was für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Wer ist das? Ja, sicher. Oh, jetzt bricht die Hölle los. Moment, wir haben doch hier Schriftrolle Feuerball, oder? Oh, Moment, Feuerball. Radius 5 Meter. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier. Also wenn das alles ist, was du uns entgegenzusetzen hast, dann bitte. Okay. Moment. Verdammt, das hat den nicht mitgenommen, den ich gehofft habe. Moment, ich kann mich ja heilen. So. Moment, Gift der Ausdauer. Na, brauche ich nicht. Wo ist denn hier bitte? Frostbissgift könnte ich theoretisch mal auf meine Waffe drauf tun. Schadet sicher nichts. Außer die sind immun, was sie wahrscheinlich eh sind. Trag der Ausdauer, ja gut, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Ja, wobei. Nehmen wir es mal. Dann, hier, Zaubertrank der Heilung. Eine Lehre sein. Ziemlich beeindruckend, aber leider vergeblich. Ihr zögert nur euren eigenen Tod hinaus. Vorsicht, er lässt die Decke einstürzen. Ach, Dreck. Erledigt sie. Oh, verdammt. Eingefrorener Schamane, ich hasse euch, scheiß Zauberfalmer. So. Das haben wir geschafft. Das hat jetzt lange genug gedauert. Euer Leben endet. Woher seid ihr gekommen? Moment, wir haben auch einen. Das ist jetzt echt geil. Feueratronachbeschwörung, genau. So. Battle mit dem, du Penner.
Oh Gott, das sind ja auch noch welche von denen. Oh Kacke, ich muss nur meine Gesundheit im Auge behalten. Alles andere ist wurscht. Da. Frostatron nach am Arsch. Das wird euch eine Lehre sein. Nein! Ich lasse nicht zu, dass ihr jahrhundertelange Vorbereitungen zunichte macht. Nein. Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Dieser Wichser. Aber das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. So. Schwein, du. Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe. Seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs. Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine einzige, eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das für... Woher seid ihr gekommen? Alter. Zieht ihr mir kein Leben ab, oder? Das ist pathetisch. Oh Gott, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das zieht mir überhaupt kein Leben ab. Ergebt euch und überlasst uns den Bogen. Zuerst der Tod. Oh, da schon wieder. Ja, au. Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Ich weiß, dass wir es können. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Ach, verdammt, ich hätte speichern sollen. Aber das gibt mir die Gelegenheit, dass ich euch das nicht bei Nacht, sondern bei Tag zeige. Weil das ist, denke ich mal, doch schon ein ganzes Stück cooler, wenn wir bei uns bei Tag oder in der Früh betteln. Ja, kommt, redet jetzt, ich kenne das. Genug, Virtor. Moment. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Aber das kennen, schaue ich mich um. Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Da unten ist das. Die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja. Da unten ist das, wo wir die Drachen bekämpft haben. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Haben wir das von unten gesehen? Er hätte euch beschützen sollen. Ja, ich rede da jetzt einfach drüber, wir kennen das ja. Indem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte. Ach, verdammt. Wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht.
Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe. Seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs. Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Woher seid ihr gekommen? Und? Oh, nein, der macht viel Schaden. Ich möchte nicht schon wieder drauf gehen. Die Armbrust finde ich übrigens immer cooler für sowas, für so schwere Gegner. Nein. Moment, ich muss kurz heilen, das ist mir zu riskant. Kleine Heilung. Kräftige Heilung. Nicht wohl. Und was hat Erzkurator Virtur bei sich? Ein Amethysten Rubine Smart, Alter, Geld geraumt. Zaubertrank der Geringer, ja gut, okay. Heilt alle Kranken, aber er ist doch Vampir, er kann das gar nicht benutzen, oder? Leichte Rüstung, ja gut. Aber die ist viel wert, ja gut, das ist viel wert. Vielleicht legen wir die Serana an. Ich nehme sie mal mit, das ist sicher was man nicht oft kriegt. Elfendolch der Schneestürme. Gut, diese Verzauberung haben wir, glaube ich, noch nicht, also nehme ich die mal mit. Hey. Moment. Oh, was gibt es? Was nun? Hä? Was heißt was nun? Hey. Das sind aber keine besseren Bluttexturen. Verdammt. Ich hasse die Mods. Gelebor? Tatsächlich. Endlich mal bei Tageslicht, das werde ich sehen. Also wurde getan, was getan werden musste. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtur tot sein muss. Und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Er war ein Vampir. Er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Gern geschehen. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Oh. Das ist der Moment, auf den wir eigentlich seit einer halben Ewigkeit hinarbeiten. Auriels Bogen. So, meiner. Berührung des Himmels abgeschlossen. 12 Elfenpfeile und 12 sonnengeweihte Elfenpfeile. Moment. Oh, verdammt, die will jetzt unbedingt mit mir reden. Gut. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Was machen wir jetzt? Ich glaube, das wissen wir beide. Es ist Zeit, vor meinen Vater zu treten. Wenn wir es nicht tun, wird er uns für den Rest unseres Lebens verfolgen. Das glaube ich ja nicht.
Nee, garantiert nicht. Aber wenn wir vor ihn treten, muss er sterben. Ich habe darüber lange nachgedacht. Es ist nicht einfach. Aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Nein, das muss hier und heute enden. Dann lasst uns ihn gemeinsam gegenübertreten. Wenn wir zur Burg zurückkehren und die Tür eintreten, werden uns seine Freunde überwältigen. Lasst uns zurück zu Isran gehen und ihm zeigen, was wir haben. Dann wird er uns sicher ein oder zwei Männer zur Seite stellen. Oh, sprich mit Isran auf einmal? Okay. Ach nee, nicht nochmal durch die Schwarzwaldpassage. Oder ist das eh... das meint wahrscheinlich die Schwarzwaldpassage, verdammt. Gut, dann reden wir aber nochmal mit der Ritterpaladin Gelebor. Wenn ich euch irgendwie helfen kann, so sprecht. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Ja, das wird jetzt vor allen Dingen wahrscheinlich das letzte Mal sein, wo wir beide miteinander reden, so wie ich mir das vorstelle. Gut, alles drei sehr interessante Fragen. Beginnen wir mal mit, was passiert jetzt mit dem Dom? Es würde mich zwar mit großer Freude erfüllen, den Dom wieder in alter Pracht zu sehen, aber ich weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Nun, da mein Bruder tot ist, bin ich sehr wahrscheinlich der Letzte unserer Rasse. Dann habe ich zur Auslöschung eurer Art beigetragen. Es gibt keinen Grund, so etwas zu sagen. Ich sagte, es wäre möglich. Es ist genauso gut möglich, dass es anderswo auf Nörn noch weitere abgeschiedene Konklaven der Schneeelfen gibt. Außerdem würde ich annehmen, dass Virtur euch vermutlich keine andere Wahl gelassen hat. Was werdet ihr als nächstes tun? Ich werde erst einmal hier bleiben und Wache halten. Ich will weiterhin versuchen, das Allerheiligste frei von Betrogenen zu halten. Natürlich seid ihr hier jederzeit willkommen. Oh, das ist schön. Aber kann ein Betrogener jemals geheilt werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Warum? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben. Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Dann gibt es keine Hoffnung für sie. Vielleicht werden sie nie mehr zu ihrem früheren Aussehen zurückfinden. Aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich bemerkt, dass ihre Intelligenz gestiegen ist. Wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, könnten sie vielleicht Frieden finden. Das ist der einzige Weg für sie herauszufinden, dass sie nicht immer bösartig waren. Dass sie einst eine stolze und wohlhabende Rasse waren. Und zu guter Letzt, was könnt ihr mir über Auriels Bogen erzählen? Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Und was kann man damit machen? Der Bogen bezieht seine Kraft aus Etherios selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Das klingt beeindruckend. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Mit sonnengeheiligten Pfeilen wärt ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Ja, das heißt... Ja, das wird wahrscheinlich die Waffe gegen Harkon sein. Schade, dass ich kein Bogenschütze bin. Du wärst noch geiler. Was ich gerade noch sagen wollte... gut, das sage ich dann gleich. Virtur erwähnte etwas über die Verwendung von Blut. Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen eigentlichen Zweck verfremden. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen.
Wie kann ich sonnengeweihte Pfeile bekommen? Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, kann ich sie mit den entsprechenden Beschwörungen und Ritualen segnen. Könnt ihr sonnengeweihte Pfeile herstellen? Gewiss. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Wie ich sehe, scheint das in diesem Fall aber kein Problem darzustellen. Oh, wir haben jetzt die 12 Pfeile, die wir erhalten haben, gleich eingetauscht. Okay. Könnt ihr noch mehr sonnengeweihte Pfeile herstellen? Ihr scheint keine Elfenpfeile bei euch zu tragen. Doch genau die muss ich segnen, wenn ihr sonnengeweihte Pfeile wollt. Na gut, dann nicht. Lebt wohl, mein Freund. Möge das Leuchten von Auriels Bogen euch vor euren Feinden schützen. Ja, das war's hier also. Das vergessene Tal, doch ein deutlich größerer Ort, als ich dachte. Das ist ja quasi nicht mal ein Tal, das ist ja eigentlich quasi... Ja, ein... Das Ganze ist ja wahrscheinlich halb so groß wie Tam... Wobei, halb so groß wie Tamriel. Ich meinte es A, Skyrim, und B, halb so groß. Ja, das verlassene Tal erstreckt sich eigentlich um... Ich versuche das mal mit diesem scheiß Pfeil mit dem Cursor hier so. Das ist circa die Größe des vergessenen Tales. Ja, also... Quasi, ich suche gerade einen Vergleich, aber das gesamte Gebiet um Weißlauf und Weißlauf inklusive ist wahrscheinlich circa genauso groß. Also schon relativ groß. Ja gut, dann würde ich aber sagen, ja gut, die Folge ist zwar nicht lange, aber ich glaube thematisch ist es besser, wenn wir uns Hakon in einem großen Finale gegenüberstellen. Was wir allerdings machen könnten, ist, wir könnten die ganzen Sachen mal bei verschiedenen Locations verkaufen und vielleicht dauert es eher ein bisschen, bis wir zurück sind. Vorher können wir aber noch mit Sagana plaudern. Ja? Virtuet hat etwas über Vampirblut und den Bogen gesagt. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Ihr seid eine Tochter von Kalthafen. Das bin ich. Ich denke, wir könnten wohl mein Blut nutzen. Besitzt ihr Pfeile? Elfenpfeile? Für etwas anderes gebe ich mein kostbares Blut nicht her. Okay, probieren wir es einfach. Ich würde gerne ein paar Pfeile mit eurem Blut behandeln. Ich glaube, ihr müsst zuerst ein paar Pfeile finden. Hm. Und denkt daran, es funktioniert nur mit Elfenpfeilen. Ach fuck, wir haben die in sonnengefeilte Pfeile umgefuckt. Moment, hier in dem Ding waren doch viele Elfenpfeile. Sekunde, dann gehen wir gleich nochmal... Ach so, nee, das war im Allerheiligsten. Und das... Wir sind jetzt bei Augils Grabstätte... nicht Grabstätte, sondern Augils Heiligtum. Wurscht, auf jeden Fall nicht dort, wo das war. Gut. Dann... geht's ohne weitere Sachen zurück in die Schwarzfallhöhle. Ach Moment, das war ja die Schwarzfallhöhle und nicht die Schwarzfallpassage. Das ist dann okay. Das ist dann nicht schlimm. Schwarzfallpassage war deutlich schlimmer, kann ich mich erinnern. Außerdem gab's hier doch einen relativ starken Shortcut zum Anfang, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, ich kann mich tatsächlich an das erinnern, was vor 5 Folgen gewesen ist. Zumindest so halbwegs. Ja, gut, dann sind wir wieder zurück. Tempelbalkon. Oh nein, Schwarzfallpassage am Arsch. Mir gefällt es übrigens, dass das relativ cool gemacht, dass Serana immer ihrem Kapuze aufsetzt, wenn wir am Tageslicht sind. Das finde ich relativ nice gemacht. So, hier müsste dieser Durchgang sein zum Anfang, weil mich nicht alles täuscht. Ja, gut, Anfang ist glaube ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber nach oben sollte der richtige Weg sein. Moment, oder es ist einfach geradeaus, wo wir jetzt...
Meintest du es ja? Das könnte durchaus der richtige Weg sein. Glaube ich, ist es sogar. Ja, hä? Waren wir hier mal, oder? So genau kann ich mich dann auch nicht wieder erinnern, aber das scheint richtig zu sein und da waren wir wahrscheinlich noch nicht. Und das ist jetzt der Ausgang wahrscheinlich direkt an den Anfang, oder? Ja, daran kann ich mich erinnern. Da war die Hängebrücke, wo wir runtergefallen sind. Hier einmal außen rum, wenn ich mich recht entsinne. Ja, natürlich. Gut, dann müsste hier gleich der Ausgang sein. Ja, natürlich, perfekt. Ja, das war bei weitem nicht so schlimm wie die Schwarzwaldpassage. Und wir kommen nach Himmelsrand. Und hier können wir natürlich jetzt auch probieren, Durnevir zu beschwören. Perfekt. Werwolf. Manche glauben, dass Werwölfe über die Arglosen herfallen. Ja, nee, Werwölfe setzen hier manche schon, wenn sie ein bisschen plemplem sind, aber im Normalfall setzen die gefährten Werwölfe zumindest ihre Kraft eher gegen die silberne Hand ein, die von sich aus ein bisschen gaga sind. Gut. Ja, kacke, ich hasse lange Ladebildschirme, weil es ist immer so schwer, darüber irgendwas zu erzählen, außer dass es lange Ladebildschirme sind, was ich jetzt eigentlich nur mache. Ja, ich denke, wir werden bei der Folge aber auf jeden Fall auf locker 50 Minuten kommen, wenn wir jetzt noch verkaufen und hier Dönerwehr beschwören. Oh. Ja. Gut, dann probieren wir das gleich mit Dönerwehr, oder? Moment, nein, falsch. Das müssen wir ja hier bei den Schreien machen. Dönerwehr beschwören. Also, Moment, machen wir das hier auf dieser Ebene, weil eventuell braucht er ein bisschen Platz, der liebe Durnevir. Ja. So, und bitteschön, in den Himmel von Himmelsrand. Du! 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 Ja! Okay, hä? Du! Ja! Moment, hä? Moment, Sekunde. Warum können wir das nicht machen? Oder bei den... Ist... Nee. Hä? Dönerwehr beschweren haben wir aber voll aufgerüstet. Geben wir es mal über die Favoriten. Dönerwehr beschwören. Ach fuck, irgendjemand ruft an. Gut, kein Problem. Stell dich einfach mal auf stumm. Du. Hä? Ist ja wunderbar. Ja, ganz toll. Na ja, wunderbar. Scheibenkleister, gut, dann schauen wir das beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall, ich schaue mir das gleich auf, werde ich nachschauen, wie das ist, dass wir Dönerwehr beschwören können, weil... Ich dachte im vergessenen Tal, dass es am Tal liegt, dass man dort Dönerwehr nicht beschwören kann, aber scheinbar nicht. Von hier aus sieht man das Tal auch gar nicht. Was ist das dort hinten eigentlich? Schaut ein bisschen aus wie das Hütschok-Zügelgrab, aber was kann nicht sein? Gut, auf jeden Fall, schnell reisen können wir nach Weißlauf. Drachenfeste ist sogar, glaube ich, ein bisschen intelligent. Wobei, nein. Weißlauf ist intelligenter, weil wir von Drachenfest erst ein ordentliches Stück runterrennen müssen. Was ich vorhin erzählen wollte, als ich mit Gellibor gesprochen habe, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass eventuell ein oder zwei Parts ich Hearthfire zeige. Also nachdem das DLC
Dawnguard abgeschlossen ist, auch wenn ein paar Nebenquests, glaube ich, noch offen sind von Dawnguard, aber wenn die Hauptquest durch ist, ist, denke ich mal, auch Zeit, das ruhen zu lassen. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ach verdammt, es ist nachts, wir haben, glaube ich, wie viel jetzt? 25 Stunden-Parts. Also die ersten paar Parts waren, glaube ich, keine Stunde, aber insgesamt haben wir sicher 20 Stunden mit Nebenquests und allem. Hä? Ach, Vampirmeister! Ist das alles, was ihr könnt? Ja. Viele Vampire. Das hätten wir geschafft. Was? Nein, Wache von Weißlauf. Halt, 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 halt. Laden. Das war jetzt super. Wunderbar. Ihr hättet nie herkommen sollen. Verdammt. Das wird euch eine Lehre sein. So. Keiner lebt mehr, der Vampir ist. Was ist passiert? Ja, Vampire haben angegriffen. Das ist passiert. Scheiß auf. Gut, Zeit, genau. Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Das heißt, wir warten jetzt noch kurz bis am... Das Problem, was für mich auch ein bisschen lustig ist, wir haben immer noch kein Heim, weil ich das eigentlich in Hearthfire bauen will. Auch wenn Kinder adoptieren ich eventuell nicht mache, weil... Ach so, du bist ein Feind. Ja, garantier den Gargoyle hier zu mitten im Weißlauf. Aber du schießt eh nicht auf mich. Hä? Was ist los? Was ist los? Hat denn irgendwer Kultist? Was heißt Kultist? Woher seid ihr gekommen? Warum sind Kultisten da und Vampire und was ist überhaupt los? Reicht es? Das war's schon. Wer hat ihr nicht auf? Hä? Sekunde, ich warte einfach mal kurz. Vielleicht regt sich die Situation ab. Warum zur Hölle? Hä? Okay, Moment. Ich glaube, ich habe das Spiel irgendwie ein bisschen plemplem gemacht. Jetzt greifen nämlich alle Seran an. Dies war euer letzter Fehler. Nein! So leicht werde ich nicht sterben. Verdammt! Wer hat das jetzt gesehen? Hast du das gesehen? Das ist verdammt Kacke. Okay, noch ein bisschen was Lustiges am Ende. Ach, Scheibenkleister, warum sind jetzt alle auf Serana gegangen? So, weg hier. Ganz schnell. Weit weg. Schnell irgendwo rein, dass nichts Böses passiert. Nein. Warten. Finger. Nein. Nochmal warten. So, und rein da. Boah, bevor uns irgendein Kultist wieder auf die Schulter klopft. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. In dem Spiel noch ein bisschen buggy. Alles in den DLCs. Schmuckstücke, Krimskrams. Wobei allgemein, Begleiter werden teilweise angegriffen, ohne dass sie jetzt irgendwie großartig was gemacht haben. Ja, gut. Ja, gut, das kann ich verkaufen, also. Dolche sind ja eh nicht meins. Falmerpfeil, ja, gut, nee. Die haben so wenig Wert, ganz ehrlich, am Arsch. Stab des Eissperres verkaufe ich, aber das verbildet aber bei weitem nicht genug Gold. Sonst kann ich irgendwas... Das wollte ich Sergana geben. Vielleicht ist das, schaut das bei ihr cool aus. Das kann ich verkaufen. Das auch. Billet hat kein Gold mehr. Super.
Bitte kommt wieder. So. Oh, was gibt es? Das hier. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Nein, überhaupt gar nicht. Drachenknochen. Ah, verdammt, hätte ich jetzt auch verkaufen können, aber gut. Geben wir ihr das mal. Geben. Bitte, seht euch um. Ich bin sicher. Das schaut nicht gut aus in meinen Augen. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Ja, ich nehme das mal wieder mit. So. Meins. So. Ja gut. Habe ich halt jetzt nicht viel verkauft, aber... Lass jetzt nicht irgendein scheiß Kultisten da sein. Muss sie immer gut schauen. Da zum Beispiel, da ist er schon wieder. So, ganz ehrlich, Penner. So. Genau. Eine Schande ist das. Alles okay. Alles okay bei allen. Gut. Vampir. Ach so, das waren Vampir und kein Kultist. Da hinten waren die Kultisten. Die werden wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Tage oder Wochen nicht weggeräumt. Sie werden einfach da verfaulen lassen. So, wir müssen unbedingt noch Sachen verkaufen. Dafür werde ich noch an zwei andere Stellen jetzt gehen oder beziehungsweise nach einer noch. Dann ist die Folge mal wirklich eine Stundenfolge, auch wenn jetzt am Ende nicht besonders viel passiert, aber ja, egal. Ja, Frostbespinnen. Also ganz ehrlich, für Leute, die vor Spinnen wirklich Angst haben, sind Frostbespinnen sicher nicht so lustig. Aber ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit und ganz ehrlich, im echten Leben, wenn ich eine Spinne sehe, würde ich sie jetzt auch nicht streicheln oder so. Oder würde sie auch eher wegjagen oder so. Oder einfach beim Fenster raus oder irgendwie so. Aber jetzt so von der Ansicht. Ich glaube, viele verkennen, dass Spinnen in Spielen nicht wirkliche Spinnen sind, vor denen man sich fürchten braucht. Wobei, bei mir gibt es auch schon ein paar Sachen, wenn in Spielen sind, dann... Geh mir trotzdem der Arsch. So. Flusswald Handelskonto. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, hier waren wir so lange nicht mehr wie nirgendwo sonst. Außer in Helgen, aber... Was passiert, wenn man in Helgen nochmal geht? Habt ihr um Part 80 oder 70 herum in meinem Hauptlet's Play? So. Können wir ihn nicht einfach nehmen? Genau. Weil wir da haben wir damals diese Kralle... gebracht. Können wir zum Beispiel hier auch Sachen nehmen. Heilungstrank, Magikertrank. Ein paar Sachen können wir uns immer nehmen. Auch zum Beispiel was zu essen, falls man es mal... Ach, verdammt. Vielen Dank, dass ihr euch... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, ja. Gut, die Dinge... will ich gerne eigentlich behalten. Die wiegen jetzt auch nicht so urviel. Aber so Sachen, die ich nicht behalten möchte, ist beispielsweise Sachen, die viel wiegen. Zum Beispiel die Drachenknochen von Serana. Mhm. Serana, hier bist du. Was nun? Hallo? Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Nein. Die Sachen will ich dir sogar abnehmen. Alter, 500 von 300. Ihr und... Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. So, dann hier. Drachenknochen. Und eine Drachenschuppe. So, und vielleicht noch ein bisschen... Ja gut, Ebenerz, ja, wurscht. 16. Oh, der Krug des Initiaten ist auch verkaufbar. Cool. Aber ganz ehrlich, um 16, so billig habe ich gar nichts. Das hier kostet selber 17. Ja gut, die Sachen.
Ja gut, winzige Seelensteine, aber die willst du sicher auch nicht haben. Ist hier irgendein Buch? Hier, schneller. Achso, nee, das wollten wir lernen. Also gut. Ich bin immer noch scheiß langsam. So, Sagana, warte mal. Braucht ihr etwas? Nee, aber jetzt möchte ich gerne die Drachenschuppen zurückgeben. Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. So, bitte, dann sollte das eigentlich auch passen. Verdammt, ich bin immer noch viel zu schwer. Alter, was habe ich jetzt gerade aufgeladen, dass ich so enorm schwer bin? Ach so, verdammt, aber ich will nicht, dass sie das anzieht. Ach, Dreck. Aurels Bogen. Oh, da über 1000. Gewicht, ja gut, das, der wiegt schon nicht wenig, aber... Stab des Eissperres wiegt jetzt auch nicht so viel, aber... Irgendwo muss man halt anfangen. Und sonst essen... Ja gut, könnten wir... Ja gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, das können wir mal ihr geben. Die Seelenhüllen eigentlich auch. Und wir sind schon relativ gut dabei, aber ein bisschen möchte ich noch loswerden. Es tut mir sehr leid. Zum Beispiel Ebenerz. Oder nehmen wir Gold, gebe ich sicher niemandem. Niemandem. Garantiert nicht. Niemand. Also ganz ehrlich. Nein. Oh, das ist gut, was an Wert. Smaragd, ja, die wiegen ja alle nix. Das ist Quest-Item. Auch wenn ich diese Quest noch nie beendet habe, weil ich nie weiß. Ich glaube, ich hatte schon mal mit irgendeinem Charakter 18 oder so von denen, aber alle zu finden ist echt einfach nur scheiße. So, die Pfeile, die ganzen, die... Achso, die wiegen ja gar nichts, verdammt. Gut, dann... Ja, es ist echt ein bisschen scheiße. Zutaten geben wir dir auch mal einige, so die schwereren. Zum Beispiel das hier wiegt 1. Das hier wiegt 0,3. Ah, die 3 ist mir zu wertvoll, das gebe ich keinem. Drosseleier. Das wiegt ja alles nicht so viel. Oh, 1. Oh, davon haben wir mehrere. Oh, menschliches Herz ist auch sehr selten. Enskalbem, also im Normalfall gibt es 7 Milliarden davon, also... Nicht so selten, aber man will ja auch niemanden wegen Alchemie umbringen. Oder doch? Ich zumindest nicht. So. Ich frage mich, ob man mit irgendwelchen Werkzeugen oder vielleicht sogar mit irgendwelchen Mods bei toten Menschen... Es gibt sicher einen Mod, wenn man einen Menschen tötet, dass man menschliches Herz looten kann. Das wette ich. Keine Kultisten oder Vampire in der Nähe? Super. Das muss man hier in der Öffentlichkeit immer aufpassen. Sonst wird Sagana wieder geschlachtet ohne Grund. Aber gut, ich sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind fast eine Stunde, also bei einer Aufnahme werde ich genau jetzt bei einer Stunde abbrechen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Skyrim 5, Elder Scrolls 5 Skyrim Dawnguard. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.